weiter geht's bei Spellforce 3 Reforced. Alles klar. Und ich würde einfach mal sagen, dass wir das letzte Feuernessel jetzt erst einmal hinter uns lassen. Denn es gibt noch einen Ort, an den wir wollen. Und das ist die hier, wie heißt der, die Schöpfergilde. Genau, da wird es wahrscheinlich wieder sehr religiös und so. Ja, was soll's. Aha. Da müssen wir dann auch nochmal 25 Gold ausgeben. Aber vielleicht finden wir da ja sogar eine Feuernessel. Mit Sicherheit ist da jetzt die letzte große Quest, die da vielleicht auf uns wartet. Ja, zumindest der letzte große Ort, den wir noch nicht gesehen haben in Immerlicht. Diese kleine Insel hier. Und da geht jetzt hin für uns. Mal schauen, was uns da erwartet. Hm? Was ist? Ich möchte diesen rüber über den See, ja. Los. Die, und zwar die Schöpfergilde. Das westliche Ackerland ist, glaube ich, wirklich einfach nur wieder da. Moin, Jungs. Achso, du bist wieder nur der Fährmann. Also ich spreche den auch jedes Mal erstmal an, ne, bevor ich dann irgendwie checke, dass der das ist. Hm? Worum geht's? Aha. Gekritzelte Notiz 4-2, noch eine. Ja, aber das Problem ist... Ja, jetzt haben wir 4. Ja. Ich kann leider nicht an deren Position erkennen, wofür sie gedacht sind. Das ist so ein bisschen das Problem. Das werde ich wahrscheinlich googeln müssen, in welcher Reihenfolge die tatsächlich dann in diesen Schacht da reinführen. Weil ich habe jetzt die hier und ich habe mir natürlich nicht gemerkt, in welcher Reihenfolge ich die gefunden habe. Ich müsste jetzt hier wahrscheinlich jede Kombination ausprobieren, Digga, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Als eine neutrale, unpolitische Vereinigung von Magiern und Gelehrten waren die Mitglieder der Schöpfergilde unter den wenigen Arkanisten, die während der Magierkriege unparteiisch geblieben sind. Obwohl die Gilde keinem Vergleich mit der großen Universität von Kalaya standhält, kann man mit Bestimmtheit sagen, dass Fiara ihr viele magische und technische Errungenschaften verdankt. Da wären wir also. Beeindruckend. Und weiter hinten sind auch Magier. Wir sollten... Interessant. Dieser Tage bekommen wir nur noch selten Besuche. Wer seid ihr? Undergast. Ich vermute, ihr könnt mich den Anführer der Gilde nennen. Ich habe gespürt, dass jemand kommt. Und dass dieser jemand eine faszinierende Aura hat. Jetzt weiß ich auch, wer es ist. Ihr seid das Kind Isamu Tahars, nicht wahr? Woher wisst ihr das? Weil ich die Magie eures Vaters ausgiebig analysiert habe. Er war ein bemerkenswerter Mann. Eure und seine Auren haben einige Gemeinsamkeiten. Ein bemerkenswerter Mann? Ja. Also habt ihr ihn unterstützt? Nein, ich habe lediglich zum Ausdruck gebracht, dass er als Magier und als Mann bemerkenswert war. Im Sinne von ungewöhnlich oder speziell und deshalb überraschend oder erwähnenswert. Meine Meinung zu den Kriegen ist ein anderes Thema. Und inwiefern gleichen sich unsere Auren? Schwer zu sagen. Man kann einfach spüren, dass ihr miteinander verwandt seid. Und da ist noch etwas an euch. Etwas, das irgendwie seltsam ist. Was genau? Das bekomme ich öfter zu hören. Schwer zu sagen. Da ist einfach etwas Eigentümliches an euch. Eine Unstimmigkeit an eurer Aura. Aber ich vermag nicht zu sagen, worum genau es sich handelt. Es tut mir leid. Wie auch immer, ich nehme an, ihr seid aus einem bestimmten Grund hier. Wie können wir, das heißt, der klägliche Rest, der noch von uns geblieben ist, euch helfen? Könnt ihr mir mehr über die Schöpfergilde erzählen? Sicher. Was wisst ihr denn bereits über uns? Nur, dass ihr ein Verbund von Magiern seid, die sich auch aus den Magierkriegen herausgehalten haben. Das war's auch schon. Und darum geht es in unserer Gilde im Wesentlichen. Wir sind Magier, die sich der Lehre, Wissenschaft und Bewahrung von Wissen verschrieben haben. Wir hegen keine politischen Absichten und halten uns aus Konflikten jeder Art heraus. Wir wurden im Jahr 231 gegründet von einer Frau namens Godet Baudry. Seither ist die Schöpfergilde eine Konstante in der sich stets wandelnden politischen Landschaft Nortandas. Also seid ihr der Anführer der Gilde? Ja, ich bin der erste Gelehrte der Schöpfergilde.
Der Fährmann hat mir von solch einem Angriff, glaube ich, nicht wirklich... Oder hat er das getan? Ja, ich glaube vielleicht sogar schon, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Der Fährmann hat mir von einem Angriff auf die Gilde erzählt und dass dieser der Grund sei, dass fast alle Magier die Insel verlassen haben. Stimmt das? Ja, aber es war nicht nur der Angriff. Sagen wir einfach, dass es interne Unstimmigkeiten gab. Wie ging dieser Angriff aus? Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr ihn aufgehalten habt? Natürlich. Diese Leute wollten uns töten. Also haben wir uns gewehrt und stattdessen angefangen, sie zu töten. Bis ihre Moral gebrochen war und sie zu rennen begonnen haben. Rückblickend denke ich, dass wir schon viel früher eine solche Machtdemonstration hätten vollziehen sollen. Die Immerlichter missverstanden unsere Friedfertigkeit als Schwäche. Diesen Fehler werden sie nie wieder machen. Macht schon Sinn. Macht Sinn. Natürlich. Aber wie bereits erwähnt, es war nicht nur der Angriff, der unsere Gilde entzweispaltete, sondern auch eine interne Unstimmigkeit. Was für eine Unstimmigkeit? Ich würde es vorziehen, nicht darüber zu reden. Es tut mir leid. Verstehe. Nun, es hat einen Grund, dass wir hier sind. Wir untersuchen den Blutbrand. Weiß eure Gilde etwas über ihn? Ihr untersucht den Blutbrand? So könnte man es nennen, ja. Interessant. Nein, wir wissen nicht mehr darüber als die meisten Alchemisten oder Apothekarii derzeit. Aber wir alle sind uns einig, dass der Blutbrand keine ordinäre Krankheit ist. Da ist Magie im Spiel. Tja, da habt ihr recht. Der Blutbrand ist magisch und hat etwas mit den Formern zu tun. Den Xalontep? Das ist interessant. Sagt, würde es euch etwas ausmachen, mir mehr darüber zu erzählen? Ihr scheint euch einiger Variablen bewusst zu sein, die uns bisher entgangen sind. Eine Sekunde. Ich mache wie immer ganz professionell mitten in der Aufnahme den Check, ob alles läuft. Sieht gut aus. Dann kann ich dir das sagen, ja. Gut, ich werde es euch erzählen. Aber suchen wir uns einen Ort zum Sitzen. Es ist eine lange Geschichte. Selbstverständlich. Ich verstehe. Das ist eigentümlich. Irgendwie faszinierend. Soll heißen? Was ist eure Meinung zu dem Ganzen? Ich glaube nicht an Visionen und Prophezeiungen, sofern sie nicht von einem Traumflechter stammen. Also bin ich unschlüssig. Aber es besteht kein Zweifel daran, dass dieser Mann, Ronda Lacayne, mehr über den Blutbrand weiß als die meisten. Und dass euch seine Hinweise nach Mulandir geführt haben, ist mehr als nur beeindruckend. Also glaubt ihr, dass der Blutbrand durch Formatelepathie verursacht wird? Stimmt das? Es ist nur eine Theorie, aber ja. Ich verstehe. Wenn das so ist, würde ich mich euch gerne anschließen. Wie meinen? Was an meiner Aussage war missverständlich. Ich würde gerne mit euch reisen. Eure Geschichte ist höchst faszinierend. Die Formerstadt, der Blutbrand, dieser Nexus. Ich würde euch gerne begleiten und euch bei eurer Suche helfen. Ich habe ein breites Wissen über die Magie der Former und habe ebenfalls ein großes Interesse daran, ein Heilmittel gegen den Blutbrand zu finden. Was ist mit der Gilde? Seid ihr nicht ihr Anführer? Das bin ich. Aber das bedeutet nicht, dass ich hierbleiben muss. Es ist ganz gewöhnlich für Schöpfermagier, auf Expeditionen zu gehen. Auch wenn es wegen des Krieges derzeit seltener vorkommt. Nichts hält mich davon ab, zurückzukehren, wenn unsere Angelegenheiten vollendet sind. Nun, warum nicht? Seid nur gewarnt, dass es gefährlich wird. Ich kann mich verteidigen. Überaus effektiv sogar. Dennoch gibt es da eines, was ich zu Ende bringen muss, bevor ich mit euch kommen kann. Eine Studie. Vielleicht könntet ihr mir dabei helfen. Das würde die Angelegenheit deutlich erleichtern. Sofern es nicht zu lange dauert, ja. Was untersucht ihr? Ganz einfach. Ich war schon immer fasziniert von der Idee des Reflexionsvermögens und dem Geist im Allgemeinen. Was erschafft das Bewusstsein? Was unterscheidet uns Menschen von einem Wolf, der ein Sklave seiner Instinkte ist? Erst kürzlich hat mir eine Gruppe Flüchtlinge, die in Immerlicht angekommen war, von einer bizarren Beobachtung erzählt. Und zwar behaupteten sie, dass einem Steingolem, der sich in der verlassenen Mine im Nordosten verstecke, eine Seele gewachsen sei. Anscheinend hat er sich gar mit einem der Bauern angefreundet. Das klingt alles höchst unwahrscheinlich, aber dennoch möchte ich der Sache auf den Grund gehen. Ein Monster mit einer Seele? Wie ist das überhaupt möglich? Das weiß ich nicht.
Es ist nicht das erste Mal, dass Leute von solchen Vorfällen berichtet haben, aber meistens stellten sich diese Berichte als Schwindel heraus. Das ist der erste Fall, bei dem es tatsächlich mehr als nur ein Gerücht sein könnte. Sollte das wahr sein, könnte das die Welt für immer verändern. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Auswirkungen einer solchen Entdeckung wären gigantisch. Derzeit geht man davon aus, dass nur die 5 großen Rassen dazu in der Lage sind, bewusst zu denken. Diese Annahme zu widerlegen, würde alles ändern. Wäre es dann nicht plötzlich Mord, ein Monster zu töten? Wäre es dann nicht Sklaverei, wenn man eines in den Käfig steckt? Und vor allem, gehen die Grundrassen recht in der Annahme, sie seien etwas Besonderes, erwählt von den Wächtern? Es ist schlichtweg faszinierend. Wozu braucht ihr meine Hilfe? Nun, all das mag aus Sicht eines Gelehrten aufregend klingen, aber dennoch ist ein Golem immer noch ein Golem. Falls er mich attackieren sollte, will ich Unterstützung haben. Eine Vorsichtsmaßnahme, die höchstwahrscheinlich nicht vonnöten sein wird, aber dennoch. Ich werde mich vorbereiten und euch bei der alten Mine treffen. Ihr wisst, wo sie ist, korrekt? Ihr meint die im Nordosten. Korrekt, auf dem Gipfel des Iskanderbergs. Ich schlage vor, wir brechen so schnell wie möglich auf. Gut, dann sehen wir uns dort. Was? Ich wollte ja sowieso in die Höhle, ne? Das wisst ihr ja. Und dementsprechend ist das jetzt auch eigentlich sogar relativ passend. Schräger Zeitgenosse. Aber ein fähiger Magier, so viel ist sicher. Hä? Obwohl sie raucht, gibt die Substanz keine Hitze ab, sie riecht metallisch. Ja, das ist ja auch geil hier, ne? Das sind so ein Teleporter. Also so Instant-Teleporter. Guck mal, zack. Das ist halt echt nice. Dann wollen wir doch mal sehen. Ein Bündel Lenya-Blätter. Die magische Essenz wurde ihnen vollständig entzogen. Hm? Die Former, die eiserne Maske, wie funktioniert sie? Wenn es sein muss. Ja, kommt nur näher. Ich habe, was ihr braucht. Und du hast ganz viel Magiekram, aber leider nicht noch eine Feuernessel oder so. Sicher doch. Okay. Verdammte Rüstung. Dann wissen wir, was jetzt zu tun ist. Eine Sekunde, lass mich mal kurz nachgucken, ob ich auch keinen Loot vergessen habe. Nee, ich glaube, mehr ist hier dann tatsächlich nicht. Hm, interessant. Ich möchte vorher tatsächlich einmal nochmal nachgucken, ob der Händler, der Feuernesseln verkauft hat, jetzt wirklich keine mehr hat. Und ob ich jetzt wirklich eine Feuernessel irgendwie so finden muss noch. Oder ob ich die auch irgendwo da noch bekommen Verstanden. Kann. Das werde ich einmal nochmal überprüfen. Hm? Und dann können wir auch aufbrechen. Da ist noch irgendwas. Oh, ja, man muss hier schon ein bisschen aufmerksam rumlaufen, ne? Sonst übersieht man viel. Hm, kaum jemand hier. Ja, aber dennoch. Die magische Signatur dieses Ortes ist beeindruckend. Wohlan denn. Find mir jemanden, mit dem wir sprechen können. Ja, Andergast. Oh. Jawohl. Damit hätte sich gleich das nächste Mysterium geklärt. Geil. Also, 4 Rüstungen, könnt ihr euch noch erinnern? In einer der letzten Parts. Wo wir von dem Jäger gelesen haben, der dafür jemanden umgebracht hat. Und hier an dem Schrein hat man sie gebraucht. Jetzt habe ich sie. Mal gucken, was passiert. Ich bin sehr gespannt. Gut. Und damit hätten wir dieses Rätsel dann auch gleich noch gelöst. Was ich sagen wollte, Andergast ist natürlich dann nochmal ein sehr nicer Magier. Den habe ich auch, glaube ich, benutzt in meinem ersten Playthrough als Magier. Aber jetzt haben wir ja Gor. Und der hat schon so krasse Fähigkeiten. Ich glaube, wir behalten Gor. Dann trotzdem als Main-Magier in der Main-Truppe sozusagen. Obwohl man halt auch jederzeit dann die Helden, zumindest vor einer Mission, dann die Helden nochmal austauschen kann. Was? Oh. Okay. Alles klar. Die Rüstung war richtig, aber das Schwert brauche ich auch noch. Scheiße, Mann. Wo ist denn das Schwert? Wo ist denn das Schwert? Wo soll das Schwert denn sein? Oh Gott, es gibt hier noch so viel. Bitte lass das dann in der Mine sein, weil ansonsten habe ich langsam wirklich keine Ahnung mehr. Ich meine, hier waren wir noch scheinbar noch nicht. Da könnte man nochmal rumgucken. Hm. Interessant. Ja, es gibt so verdammt viel hier, ne? In Immerlicht. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja. Hier gibt es so viel zu entdecken und so viel zu erkunden, dass es wirklich schwer ist, das alles selber zu finden. Und ich habe hier manches auch selber gar nicht gefunden. Von einem Zierschwert zum Beispiel, also zumindest erinnern kann ich mich daran überhaupt nicht mehr.
Hoffe nur, dass ich hier unten nichts vergessen habe. Ich meine, das Gute ist ja, dass die Gegenstände noch so leuchten. Das ist ja schon wirklich... Oh, da ist auf jeden Fall noch was. Das erspart einem auf jeden Fall vieles, dass die Gegenstände so leuchten. Auch wenn man nicht direkt in der Nähe ist, kann man dann sehr gut sehen, wo man noch Loot hat, den man looten kann. So, wir gehen einfach mal jetzt hier unten lang, wo wir halt noch nie lang gegangen sind. Aktivieren den Gottstein und ich guck mal hier so ein bisschen noch rum. Ob es hier noch irgendwas Interessantes oder Sehenswertes gibt. Aber sieht nicht so aus irgendwie. Sieht nicht so aus. Da ist noch was. Ach, dieser ganze Kram, der hier überall verteilt ist, ey. Ich will es mir ansehen. Der hat auch nichts verpassen, ne? Naja, gut, okay. Wir gehen jetzt erstmal das da unten aufsammeln. Das da. Weil das Zierschwert kann ja wirklich überall sein, ne? Ich muss ja schon wirklich alles durchkämmen hier. Jeden Zentimeter, wenn ich alles finden will. Und ich will eigentlich wirklich alles finden. Und hier ist auch noch ein Weg. Das ist sowieso der Weg, der zur alten Mine führt. Da wollen wir eh lang. Dann wollen wir doch mal sehen. Braucht ihr was? Bärenfell. Wow, Bärenfell habe ich auch noch nie gefunden. Also zumindest in dem Spielstand hier nicht. So, jetzt öffnen wir das so und dann laufen wir da lang. Uns fehlt ja auch immer noch, also uns fehlt dieses Zierschwert, uns fehlt noch eine gekritzelte Notiz. Ich muss wissen, in welche Reihenfolge ich das bringen muss. Oh Gott, das ist ja wirklich schrecklich. Das haben wir schon gelesen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, und das haben wir auch schon gelesen. Okay, das sind Bücher, die ich schon kenne. Die sind dann scheinbar nochmal gekommen. Weil zweimal vorlesen will ich die auf gar keinen Fall. Und ich erkenne wieder, dass wir die schon hatten. Dann kann ich sie verkaufen. Keine Spur von Undergast. Vermutlich ist er schon reingegangen. Kommt, sehen wir nach. Okay. Gerne. Heutzutage erinnern sich nur die wenigsten an den Ursprung von Immerlichts Reichtum. Die glitzernde Mine. Für lange Zeit herrschte in Fiara der Glaube vor, Mondsilber, das wertvollste und festeste Erz auf Eo, könne nur in den Windwallbergen abgebaut werden, dem Reich der Zwerge. Alles änderte sich, als ein argloser Bauer beim Graben eines Brunnens ein Stück des schimmernden Erzes fand. Es folgte ein Goldrausch, und Immerlicht, bis dato ein bescheidenes Städtchen, erwuchs zur Metropole, die es heute ist. Die Mine ist bereits seit Jahrzehnten erschöpft. Doch der Wohlstand dauert an. Krass, ne? Ah, da seid ihr ja. Meintet ihr nicht vor der Mine? Durchaus, aber dann dachte ich mir, dass es klüger ist, sich schon einmal einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Los, gehen wir. Der Golem und sein Freund sollten weiter unten in der Mine sein. Ja. Zarach führt mich. Da unten warten auch schon wieder Gegner auf uns. Ist das hier ein Friedhof? Macht euch bereit! Ist das wirklich nötig? Guck mal, Undergast hilft uns jetzt auch. Wenn wir 5 Leute sind, das halt noch geiler. Nur so diese vorübergehenden Helfer. Gut, warum nicht? Ich habe nicht so viel Widerstand erwartet. Eigenartig. Oh, Untote. Fast Level 13. Da, das muss der Golem sein. Und sein Freund. Hubert. Hören wir mal, was sie zu sagen haben. Rick. Oh shit. Da kommt jemand. Gut. Ich kann tatsächlich mit dem Golem sprechen. Grüße,
Seid ihr... Rückwehr, wer ist das? Ich habe Angst. Keine Sorge, Hubert. Sie sind nicht hier, um uns weh zu tun. Den Kampfgeräuschen nach zu urteilen, nehme ich an, dass ihr euch um diese Untoten gekümmert habt? Falls ja, dann habt ihr meinen Dank. Sie sind vor ein paar Tagen aus dem Nirgendwo gekommen und seither sitzen wir hier fest. Ja, sie sollten keine Bedrohung mehr sein. Wir sind hier, um euch ein paar Fragen zu stellen. Über euren Freund. Dachte ich mir schon. Dann schätze ich mal, ihr habt die Gerüchte gehört, was? Ja, das ist der Golem mit einer Seele. Und ja, ich bin der komische Kauz, der sich um ihn kümmert. Aber bevor ich euch irgendwas erzähle, versprecht mir, dass ihr ihn nicht verletzen werdet. Ich weiß, er mag einschüchternd aussehen, aber tatsächlich ist Hubert ein ziemlich sensibler Bursche. Solange er uns nicht attackiert, attackieren wir ihn nicht. Keine Sorge, das wird er nicht. Hubert könnte keiner Fliege was zuleide tun. Also, was wollt ihr wissen? Ihr seid nicht hier, um ihn mitzunehmen, oder? Hubert ist ein Steingolem. Warum habt ihr die Untoten nicht einfach selbst unschädlich gemacht? Ich hab es doch schon gesagt. Hubert tötet nicht. Er mag nicht so aussehen, aber er denkt und fühlt wie ein Kleinkind. Das ist schon irgendwie süß. Warum eigentlich Hubert? Der Name? Ach, das... Mein Großvater hieß so. Irgendwann habe ich einfach angefangen, Hubert so zu nennen. Und das ist hängen geblieben. Wie habt ihr Hubert überhaupt kennengelernt? Ich meine, man geht ja nicht einfach auf einen Golem zu und beginnt ein Gespräch. Das tut man in der Tat nicht. Ich habe ihn halbtot außerhalb dieser Mine gefunden. Eine Kreatur hat ihn attackiert und fast seiner ganzen Essenz beraubt. War wohl ein Geist. Dunkelheit ist gekommen und hat mein Licht gestohlen. Es hat wehgetan. Es hat so sehr wehgetan. Ich weiß, Hubert. Aber jetzt geht es dir wieder besser. Aus irgendeinem Grund ist mir sofort aufgefallen, dass Hubert anders war. Wäre das nicht so gewesen, wäre ich natürlich sofort umgekehrt und hätte die Garde alarmiert. Aber so bin ich stattdessen in die Stadt gegangen und habe einen Magier gesucht, von dem ich wusste, dass er ihm helfen könnte. Wen? Josef. Sein Name war Josef. Er ist kein Mitglied der Schöpfergilde. Und dieser Josef hat eingewilligt, euch zu helfen? Er hat mir noch einen Gefallen geschuldet, also ja. Ich habe ihn gebeten, Hubert zu heilen. Und auch wenn er meinte, es sei gefährlich, hat er es letztlich doch getan. Als es vollbracht war, hat er mir geraten, Hubert irgendwie einzusperren oder auf Sicherheitsabstand zu gehen, weil er in dem Moment, in dem er aufwachen würde, wieder extrem gefährlich wäre. Aber ich weiß nicht. Es war genau wie in dem Moment, als ich ihn da draußen vor der Mine hatte liegen sehen. Ich wusste einfach, dass er anders war. Er war nicht einfach nur ein magisches Konstrukt, das zum Töten geschaffen worden war. Also habe ich gewartet. Und wie es sich herausstellte, lag ich richtig. Den Rest könnt ihr euch selbst zusammenreimen. Ich habe ihn in die Mine geschafft, weil ich Angst hatte, dass die Stadtgarde ihn attackieren würde. Und hier sind wir Freunde geworden. Also seid ihr Hubert Sicherheit wegen in dieser Höhle? Ja. Wie ihr euch denken könnt, hat das Gerücht vom Golem mit Seele schnell die Runde gemacht. Ich dachte mir, dass früher oder später jemand kommen würde, um ihn mit eigenen Augen zu sehen. Und ich bin froh, dass ihr es seid und nicht irgendwelche Vandalen. Bevor diese Untoten erwacht sind, war dieser Ort auch verhältnismäßig friedlich. Etwas düster vielleicht, ja, aber sicher. Aber woher konntet ihr wissen, dass er anders war? Ihr habt euch in gewaltige Gefahr begeben. Ich weiß es doch selbst nicht, aber wie ich schon sagte, ich habe es einfach gespürt. Wie lange liegt das jetzt schon zurück, dass ihr ihn gefunden habt? Lasst mich nachdenken. 4 Monde. Und wie seid ihr Freunde geworden? Rick freundlich, Rick immer freundlich, hat sich um mich gekümmert. Naja. Vielleicht ist Freundschaft nicht das richtige Wort. Es ist mehr eine Art Vater-Sohn-Beziehung. Ja, ich weiß, wie abwegig das in Anbetracht des Äußeren Huberts klingt. Hubert, was ist es, das dich anders macht? Wann hast du begriffen, dass du, denken kannst? Ich weiß nicht.
Ich hatte schon immer Gedanken, Ideen, aber ich wusste nie, wie ich sie anderen erzählen kann. Dann hat der Geist mich angegriffen und Rick hat mich geheilt und mir beigelacht, wie man spricht. Beigebracht? Ja, ja natürlich. Rick hat mir beigebracht, wie man spricht. Hubert ist tatsächlich ziemlich begabt. Er hat binnen weniger Monate gelernt, fast fließend zu sprechen. Wenn Menschen, Elfen und Orks nur halb so wissensdurstig wären wie er, wäre unsere Welt jetzt vielleicht eine andere. Vielleicht trägt er aber auch einfach den Geist eines Menschen in sich. Habt ihr das jemals in Erwägung gezogen? Wenn das der Fall ist, dann den Geist eines Kleinkinds. Wie ich schon sagte, alles, was ich Hubert gegeben habe, war Führung und, naja, Liebe. Der Rest kam von selbst. Was beabsichtigt ihr mit Hubert zu tun? Ihr könnt nicht ewig in dieser Höhle bleiben. Ehrliche Antwort? Ich weiß es nicht. Hubert ist ein guter Bursche und ich will einfach nur, dass er ein normales, glückliches Leben führen kann. So bizarr das für euch auch klingen mag. Er würde liebend gerne Freunde finden. Ja, Freunde. Rick, werden diese Leute meine neuen Freunde sein? Hubert, wie war das nochmal mit den anderen Leuten ins Wort fallen? Es gehört sich nicht. Es ist unhöflich und es macht die anderen traurig. Und willst du, dass ich traurig bin? Nein, Rick. Tut mir leid. Hey, schon in Ordnung. Achte einfach zukünftig mehr darauf, ja? Wie auch immer, bezüglich eurer Frage. Ich versuche nicht über die Zukunft nachzudenken. Und bevor ihr diese Untoten getötet habt, wusste ich ohnehin nicht, ob wir diese Höhle je wieder verlassen. Gut, hört her. Mein Freund hier würde gerne mehr über Huberts einzigartiges Wesen in Erfahrung bringen. Es könnte einen großen Schritt für die Wissenschaft darstellen. Wäre es möglich, dass er ihn untersucht? Ich weiß nicht. Wird es wehtun? Golems wurden geschaffen, um gewaltigen Schmerzen zu widerstehen. Sie spüren fast überhaupt nichts. Was mein Freund sagen will, er wird alles in seiner Macht Stehende tun, um Hubert dabei nicht weh zu tun. Was denkst du, Hubert? Weiß nicht. Na schön. Wenn ihr denkt, dass es helfen könnte, Hubert besser zu verstehen, will ich nicht im Weg stehen. Tut es. Danke, Herr. Dann beginnen wir. Interessant. Wirklich interessant. Hubert, ich bin fertig. Du kannst dich nun ausruhen. Es war gar nicht mal so schlimm, Rick. Es hat etwas gekitzelt, aber es hat nicht wehgetan. Das ist gut. Und? Was habt ihr herausgefunden? Nicht viel, aber lasst mich ein Wort mit meiner Gefährtin wechseln. Taha, kommt bitte. Warum geht der nette Herr Rick? Gut, ich fasse mich kurz. Ich habe Huberts magischen Kern untersucht und er ist, gelinde gesagt, ungewöhnlich. Er quillt geradezu über vor magischer Essenz, anders als jeder Golem-Kern, den ich je gesehen habe. Meine Theorie ist, dass seine Gabe der Selbstreflexion diesem Umstand entstammt. Leider glaube ich aber auch, dass der Kern gefährlich ist. All diese Energie, sie ist instabil. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie über kurz oder lang außer Kontrolle geraten wird, was eine Explosion zur Folge hätte, die alles, was in den Magierkriegen geschehen ist, in den Schatten stellen würde. Mir scheint, wir haben zwei Optionen. Erstens, wir zerstören den Golem. Zweitens, wir nehmen ihn zurück in die Gilde und versuchen dort seine Kraft irgendwie zu kanalisieren, was uns die Chance verschaffen würde, die Energie seines Kerns zu stabilisieren und es ihm so erlauben würde, zu leben. Ich denke nicht, dass ich diese Entscheidung treffen sollte. Ich betrachte mich als rationalen Menschen, aber ich fürchte, meine Faszination für diese Angelegenheit beeinträchtigt mein Urteilsvermögen. Schwierige Entscheidung, aber nicht für mich. Ich werde alles tun, damit Hubert nicht sterben muss. Hoffentlich. Was meint ihr mit Energie kanalisieren? Nun, die Möglichkeiten sind schier endlos. Wenn wir es irgendwie schaffen, die Struktur seines Kernes zu replizieren, dann könnte dies die Welt verändern.
Wir könnten dazu in der Lage sein, neue Kerne zu schaffen, was uns eine endlose Energiequelle geben würde, die über die Macht verfügt, Leben zu erschaffen. Allerdings gibt es keinen Garant dafür, dass diese Experimente Früchte tragen. Der Golem wird dabei schreckliche Schmerzen erleiden. Und es ist gut möglich, dass unser Versuch, den Kern zu stabilisieren, scheitert und er stirbt. Das katastrophalste aller Szenarien wäre, dass wir die Explosion quasi provozieren und ganz Immerlicht auslöschen. Wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, dass es eine in etwa 40-prozentige Chance gibt, dass es uns gelingt, ihn zu stabilisieren und wir die Kraft des Kerns kanalisieren können. Eine 40-prozentige Chance, dass er einen qualvollen Tod stirbt und eine 20-prozentige Chance, dass wir ganz Immerlicht auslöschen. Hört sich gut an. Wir können doch nicht einfach so über Huberts Schicksal entscheiden. Wir reden hier von einem denkenden Wesen. Vergebt mir, aber das ist irrational. Ihr seid ein Magier, also solltet ihr selbst in der Lage sein zu spüren, wie viel Macht im Kern dieses Golems steckt. Und sie wächst von... Ja, man sieht's hier auch, ne? Es ist von höchster Dringlichkeit, dass wir sofort handeln, auf die eine oder andere Weise. Er hat recht, Taha. Dieser Golem ist ein wandelndes Pulverfass. Nichts zu tun würde bedeuten, ganz Immerlicht und ihn selbst zum Tode zu verurteilen. Außerdem besteht eine geringe Chance, dass das Kanalisieren der Energie seines Kernes sein Leben retten würde. Könnten wir ihn nicht einfach woanders hinbringen und ihn dort in Frieden lassen? Ich fürchte, das steht außer Frage. Wir wissen einfach nicht, wie die Instabilität seines Kernes ihn auf lange Sicht beeinflussen würde. Selbst wenn er nicht explodiert, er könnte den Verstand verlieren und ein ganzes Dorf ausrotten, vielleicht sogar eine Stadt. Das ist eine schwierige Entscheidung. Lass nicht mit Rick sprechen. Natürlich. Also, worüber habt ihr und euer Freund euch unterhalten? Tja, ich weiß nicht so recht, wie ich es sagen soll. Huberts Energiekern ist ungewöhnlich. Er quillt über vor Energie. Und auch wenn es diese Energie ist, die ihm sein Bewusstsein gegeben hat, sie macht ihn gefährlich. Wenn wir nichts unternehmen, ist es möglich, dass der Kern instabil wird und explodiert. Das Einzige, was wir für ihn tun können, ist, ihn in die Schöpfergilde mitzunehmen, wo die Magier versuchen können, die Energie in seinem Kern unter Kontrolle zu bringen. Das könnte ihn retten, wird aber sehr, sehr schmerzhaft. Es tut mir wirklich leid, aber die einzige Alternative wäre, ihn zu töten. Ihr verdammtes Monster! Nein, keine Chance. Hubert ist kein Spielzeug, mit dem ihr rumspielen könnt, wie euch beliebt. Wenn ihr das tun wollt, müsst ihr mich töten. Rick, ist es das wirklich wert? Wir bieten euch eine Chance. Versteht ihr denn nicht? Entweder ihr zwingt uns, euch zu töten, oder ihr geht mit Hubert mit und steht ihm während der Experimente zur Seite. Verdammt nochmal. Ich habe wirklich keine Wahl, oder? Na gut, aber eines sage ich euch. Wenn Hubert etwas zustößt, dann werdet ihr es bereuen, selbst wenn es mein Leben kostet. Wir müssen gehen. Ein neues Zuhause wartet auf dich. Was? Heißt das, ich werde die Wälder wiedersehen? Genau wie du versprochen hast. Ja, genau wie ich es versprochen habe. Eine gute Entscheidung. Ich werde unverzüglich zur Gilde zurückkehren und den anderen Magiern von Hubert erzählen und anschließend meine Abreise vorbereiten. Kommt einfach zur Gilde, wenn ihr soweit seid. Ich bin soweit. Ich hoffe, das funktioniert. Ich weiß nämlich absolut nicht mehr, ob es damals funktioniert hatte oder nicht. Mehr kritische Trefferchance. Mehr kritische Trefferchance. Mehr Leben. Wir sollten weiter. Zalraka. Korporal? Ja. Und du mehr Kraftmultiplikator für alle Fähigkeiten. Aha. Weise Wahl. Achso, wenn ich hier gerade sowieso schon mal dabei bin, ich meine, der Part ist jetzt gleich zu Ende. Das heißt, wie das Experiment ausgeht, werden wir dann erst im nächsten Part erfahren. Aber ich kann hier noch ein bisschen looten, ja? Ich werde euch beschützen! Ist das hier ein Friedhof? Bleib stehen! Boah, wir bräuchten noch irgendwas anderes, was ein bisschen Flächendamage macht. Na, dann könnten wir die richtig geil wegrotzen. Aber so überleben sie immer mit ein bisschen Leben noch. Was nicht so nice ist.
Ja! Die sind One-Hit. Aber die sind auch, das sind doch nur kleine Goblins. Interessant. Ich weiß nicht, ob wir in die Mine nochmal unbedingt zurückkehren werden oder würden, so vom normalen Spielverlauf her. Was wollt ihr? Denke ich mir, verstanden. Ist wahrscheinlich ganz praktisch, wenn wir jetzt hier gleich mal so ein bisschen looten. Da lang? Oh, wow, shit. Alter. Ein hungriger Troll. Was macht denn ein hungriger Troll hier? Wird schon schief gehen. Braucht ihr was? Boah, guck mal. Alter, ist das krass. Mein Bogen, der minus 87% Bewegungsgeschwindigkeit gibt. Seht ihr, wie krass langsam der Troll ist? Der hat da gar keine Chance mehr, an mich ranzukommen. Das ist ja vollkommen gestört, OP. Finde ich super. Henkersklinge, Klinge. Ach, gut, okay, die Henkersklinge. Wozu könnte ich die jetzt gebrauchen? Die ist mit Sicherheit nicht das Zierschwert, richtig? Weil wenn die Zierrüstung Zierrüstung heißt, dann wird das Zierschwert auch Zierschwert heißen. Alter, die Höhle hier, beziehungsweise die Mine, die ist ja viel, viel größer als gedacht. Da lang? Ja! Hier war die letzte Feuernässe. Geilo! Das heißt, wir können jetzt gleich noch die Quest abgeben. Dann haben wir das nämlich auch hinter uns. Dann nähern wir uns tatsächlich langsam mal dem Ende des Questmeeres hier in Immerlicht. Gehen wir es an. Na dann. Für die Feuerzähmer! Da lang? Na gut, okay. Das machen wir dann im nächsten Part, würde ich sagen. Von daher, Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschö!